selber ganz gut stehen. Ich? Ja. Einmal bitte. Ah ne, bitteschön. Was ist das? Da hast du eine dicke Katze gemacht. Oh, danke. Was magst du denn dafür haben? Ach, behalt. Ich habe genug Geld. Ich habe über 30. Wirklich? Ich habe über 30 Millionen. Okay. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, das ist echt süß. Einmal eine fette Katze abgegeben. Ja. So ein Ding. Ich muss die nur noch aktivieren, Moment. So, komm nach nicht zurecht mit der Steuerung. Kannst du die auch irgendwie selber herstellen? Die kann man, glaube ich, irgendwo bekommen. Ich weiß nicht genau wo. Ich kaufe die aber lieber. Ich hole lieber, ich hol lieber meinen Fuchswelpen heraus. Nein. Einer meiner seltensten Begleiter. Die Katze. So, jetzt hast du auch einen Kessel. Da ist sie, der Mops. Wieder in den Kokskeller, ey. Voll viele bezeichnen die fette Katze als Marshmallow oder Hamster. Ja, ich wollte gerade sagen, sie sieht ein bisschen aus wie ein Hamster. Ja. So wie sie auf dem Boden hockt. Ja. Ich finde und halt auch die Farbe. Ja, und ich der Schwanz. Ich finde halt den Fuchswelpen mega niedlich. Du musst dir unbedingt. Der Fuchswelpe lohnt sich auf jeden Fall auch zu farmen, ey. Was brauchst du dafür? Für was? Fuchswelpen? Was ist ein Jonker? Echt so. Was brauchst du für die Katze? Boah, gute Frage. Ja, ich hab sie selber nie gemacht oder gefarmt. Ich kaufe die, wie gesagt, immer. Okay, und wie viel kostet die? Ungefähr 375.000. Okay. Und wie soll ich das hier wieder gut machen? Hast du dir das auch überlegt? Wie gesagt, ich habe über 30 Millionen. Trotzdem viel Geld. Aber danke. Danke dafür. Was hat dieses Meerschweinchen gekostet? Dieses Meerschweinchen. Ungefähr 375.000 Geld. Ja, das ist eine Ausnummer, würde ich sagen. Und dann erzähl mir nicht, Struggle, das will ich auch nie mehr hören, dass du nicht. Nein, ich beschwere mich jetzt nicht mehr. Ja. Ich beschwere mich jetzt. Jetzt sind wir wieder quitt, Abe. Quitt, ja, ich habe nur 10k bekommen. Nein, du hast von Jorn Auger hast du dein Ding bekommen. Die Rüstung und 10k bekommen, stimmt. Ja. Und wer hat dir das Brigand-Vieh gekauft? Welches Vieh? Dein Pet. Das Staubhäschen? Ja. Das hat mir Dings geschenkt, aber sie hat es nicht gekauft. Sie hatte ihn viermal oder so, doppelt. Irgendwie sowas war da. Wer? Colette? Ach, Colette, okay. Ja, siehst du, Colette hat mir nichts geschenkt. Ja. Sandal! Geh wieder. Egal, ich beschwere mich nicht mehr. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Jona-Puppe und meiner fetten Katze. Kann nichts mehr. Nichts mehr passieren. Eine fette Katze geht immer. Ja. Wie ist es euch im Herrenhaus ergangen? Ja. Wie schrecklich. Die Verbitterung meiner Herrin muss unendlich gewesen sein. Das sieht groß bei diesem teuflischen Wesen. Schmerzlich, dass ich das Gift aus ihrem Herzen nicht zu bannen wusste. Ja. Ja. Aber auf Zodiac sind gefühlt die ganzen Begleiter sehr, sehr teuer. Bei mir auf Phoenix sind die ein bisschen günstiger. Echt? Ja, das ist von Server zu Server. Ja, das ist von Server zu Server unterschiedlich. Das ist ja voll unfair. Das ist richtig krass. Es kommt aber drauf an, wo die Leute aktiver sind und so weiter. Ja, Ossinator, ich muss auch ein bisschen fahren. So, wir müssen in die Wüste, glaube ich, oder? Wieder nach Ulda. Nein. Ja, nicht Ulda, aber Horizont. Also. Rückführung, ja. Ach, Ebi schon, okay. Pedan, willst du denn noch mitkommen mit uns? Ich kann noch ein bisschen mitkommen. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich irgendwann den schwarzen Pegasus habe und den erstmal für ein paar Millionen dann verkaufe. Okay, schwarze Pegasus. Ja, ein sehr seltenes Reittier, was, glaube ich, eine Drop-Chance von 1,5% hat im Palast der Toten. Aber immerhin, das ist mal was, das man sich erarbeitet und nicht nur für echt Geld kauft. Finde ich gut eigentlich. Die meisten wir reden dann weiter, wenn ich das 500 Mal versucht habe und nicht gekriegt habe. Dann
Die meisten meiner Mounts sind ja auch gefahren, so wie Rathalos zum Beispiel. Ja. Oder das mein, finde ich schön. Oder mein grüner Wolf. Alle glücklich, ja. Ja, nur ist der Holwälder nicht, der heute nicht mitspielt. Briefe. Was Briefe? Was für Briefe? Keiner hört zu. Oh, zu spät, sorry. Was für Briefe? Ich hab's gelesen, ich war nur zu schlecht. Oh, der ist auch hübsch. Ja, der ist auch sehr hübsch. Und ich wollte auch Stoffel noch fragen, wie es ihm geht. Das ist Stoffel Mount müssen wir noch da gehen. Erstmal 50er Mount rausholen. 50er Mount. Ach, ja. Sind die auch nach Stufen? Es gibt von den verschiedenen Prima-E sozusagen eine extreme Version, die nennt sich dann Zenith. Dort können spezielle Mounts droppen und wenn man alle hat, bekommt man meistens die goldene Version davon. So wie hier das Pferd. Ah ja, das hat Colette auch mal gesagt, dass es von den Pferden ganz viele gibt. Ja, 6 Stück müsste es, glaube ich, geben, wenn ich richtig erinnere. Okay. Und dann musst du die 6 farmen und dann kriegst du das extra. Genau. Dann kriegst du eine Mission, da musst du irgendwo hinlaufen und kannst es abholen. Okay, selbe wie immer, ihr habt ja die Briefe, um zu dem Ort zu... Ach so. Ach so, wir sind... Okay. Ich warte jetzt hier auf dich. Ich dachte, wir müssen in die Wüste. Ich hab's mal verpeilt. Aber wir sind ja in... Oh Gott, okay. Was ist das denn? Ein Elefant. Ein Elefant. Alles klar. Der ist ein bisschen riesig, der Elefant. Komm sofort, Leute. Mir geht's soweit ganz gut. Hab immer noch Urlaub. Das ist schön. Das ist schön, aber Stoffel, wenn du Urlaub hast, warum streamst du dann nicht mehr? Wie geht's dir denn? Ja, unverändert. Hand tut weh. Ton ist laut. Leider. Leider unverändert. Ja, ich mache jetzt ein Emote auf die Tür. Ja, das. Ja. Okay, Briefe. Aber da stand ja auch. Doch, okay, steht dran Minifila oder Minfila, wie die heißt. Okay, ich muss gründlicher lesen. Willkommen zurück. Ich habe schon sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen von dir gewartet. Bringst du neue Kunde über La Habrea? Bleib doch Brea, Alter. Zwei Männer also, die seine Untergebenen sein können. Freut euch drauf, wenn ihr 50 seid. Wieso? Weil ihr dann Blablabrea näher kennenlernt. Okay. Also das ist der maskierte Mann? Ja. Okay. Er ist ein Arschloch. Das wissen wir, glaube ich, schon, oder? Die Situation scheint vertragter, als ich befürchtet habe. Wenn wir weiter auf gut Glück im Heuhaufen rumstochern, finden wir die Nadel bestimmt nicht. Ja, Tatsache. Ich gebe es ungern zu, doch die Angelegenheit ist eine Nummer zu groß für den Bund allein. Ich werde die 3 Stadtstaaten die Ergebnisse deiner Nachforschungen zukommen lassen und sie bitten, ein wachsames Auge auf alles zu haben, was mit dem Treiben der Astrians zu tun haben könnte. Kummer lässt sich nicht vom Antlitz dieser Welt tilgen. Alle verbitterten Herzen, in die Astrians ihren Hass sehen können, herrscht kein Mangel an. Irgendwie lassen meine Augen gerade nach, habe ich das Gefühl. Umso wichtiger sind die Erkenntnisse, ja, Feierabend, die du uns verschafft hast. Mit ihrer Hilfe werden wir den Hoffnungslosen und Schwachen zur Seite stehen. Mit ihrer Hilfe und der Hilfe unserer neuen Freunde. Okay. Ich entbinde dich hiermit fürs Erste von der Suche nach La Brea. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet. Was? Bin ich etwas aus und bereite dich dann auf unsere nächste Aufgabe vor. Okay, prima. Okay, wir finden den Typ nie. Wenn das so weitergeht. Niemals. Lady Killer. Und noch eine Sequenz. Ja, das ist normal. Daran kannst du dich schon mal gewöhnen. Glaub mir, davon kommen noch ein paar mehr. Okay. Diesmal lese ich nicht vor, weil diesmal ist der Ton.
そうよ。正確には調査結果を受けての依頼というところかしら。どういうこと？落ち着いて聞いて。リムサロミンサのコボルド族が蛮神タイタンを再召喚したらしい。だば、ruckzuck。Hallo? Ja? Hallo? Ja, habt ihr einen gewartet? Bist du schon fertig wieder? Ach so, die Mara, die ist noch... Oh. Was denn? Ich lese. Ja, alles gut, alles gut. Kitty, du kannst gerne jeden Mittwoch und Freitag mit uns zusammen spielen, wenn du Bock hast. Ja. Oh ja. Vielleicht will ich bis dahin noch ein paar mehr Songs von meinen Baden. Boah, ich stand hier so gut, ey. Und dann habe ich... Gibt es hier auch ein Pokémon, den man als Tier nehmen kann? Nein. Schade. Nur ein kleines süßes Büchchen. Okay. Ich habe hier so ein Staubhäschen. Ich mache meine Final Fantasy-Lied wieder. Ja, mach mal. Was für Lieder hast du noch? Chocobo-Song, Dr. Mario, Final Fantasy X, Harry Potter, Cantina Band, Pirates of the Caribbean, Mario Seewalzer, Tetris, Zelda Song of Healing, Zelda Song of Storms, Zelda Dungeon Musik und Zelda Lullaby. Mach mal Zelda Dungeon, bisschen geil. どういったことが起こるのか想像できない。しかもコボルド族は閉鎖的な蛮族。シルフ族の時は、あ、別にテイトレス。あなたの超える力ではない。あなたの冒険者。Hallo Pucci, schön, dass du wieder da bist. いくらエオルゼアのためとは、危険すぎるわ。この依頼は断っても。Mach mal Tetris.Ging mein Raid nicht ja, rein? Das verwechsel ich aber erstmal. Ich glaube nicht, hab's ja, okay. Nicht gesehen. Hallo, du schaffst mit dir. Hallo, Lena. Herzlich willkommen im Stream. Was habt ihr denn gespielt? Heute. Also außer ich hätte den Raid jetzt gerade übersehen, war ich so fasziniert von der Geschichte. Kam da was rein? Aber ich habe auch nichts gelesen, dass was reinkam. Heute gab es Sekiro. Ah, okay. Und? Wie lief's? Sushi hat so getan, als könnte er Sekiro spielen. Okay. Nicht gut gelaufen. Yes. Yeah. 本依頼は暁の決命全体で支援します。Wir dürfen keine Zeit verlieren. Halbe Stunde Zwischensequenz. Lena, es gibt gleich ein Japan. Und dann das Meme fortführen, was? Ihr wollt derselben Song nochmal? Alles klar! Ja, der Luftschiff-Offizier gönnt sich auch die Mucken gerade. Ja. Möge das Licht des Kristalls. Ist ja nicht so, dass ihr das den Chocobo-Song jedes Mal hört, wenn ihr reitet, ne? Naja, genau. Aber hier, so klingt es noch mal ein bisschen besser. Besser, ja. Was habe ich denn noch? Ja. Komm nicht raus. Ja, ich mag Bade. Bade macht Spaß. Ja, Pushy, dann sagst du mir, Pushy, wie lief es denn? Aber ich tank auch gerne. Bei deinem Stream. Ui. Also eigentlich hätte der Reit rausgehen müssen. Oha.
Ah. Weiß auch nicht, sorry. Boah, krass. Da ist, aber eigentlich, also es wird ja normaler. Ich bin auch ein Paladin. Aber wie ist das denn, wenn du jetzt nee, also einen anderen... Nee, nichts an. Ja, Frühbeschicht vielleicht, Benachrichtigung, ja. Hat die Benachrichtigung nicht geklappt? Du kannst, wenn du eine neue Klasse machst, nach dem Stream sofort schauen, bei, wenn was du, dann nicht geklappt dein hat. Und vielen Dank dir natürlich dann. Irgendwann ja den Ordnerliste mit der Ausrüstungssets. Und dort kannst du die abspeichern. Dort kannst du dir dann auch jederzeit wieder wechseln, wenn du möchtest. So. Ach so, okay. Musst du denn die Story dann nochmal spielen? Nein. Ah, okay. Der Story-Fortschritt bleibt gleich. Ja, okay. Sollen wir dann jetzt am besten erst die Klassenquest wieder machen? Eine Fee, erscheine! Klassen. Ja, ich bin da, ich überlege gerade. Boah, auf die Klassenquest hätte ich jetzt gar keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Die Quest können wir ja machen, wenn der Solvela aufholt oder will der offline aufholen. Genau, also dann jetzt eher die Klassenquest, oder? Ich würde sagen, die Klassenquest nächste Mal machen, wenn der Solvela wieder da ist. Und der kann ja in der Zeit das machen, was wir jetzt gemacht haben. Ach so, okay, jetzt habe ich dich verstanden. Okay. Okay, das heißt, wir machen jetzt Hauptstory noch ein bisschen weiter? Ja, ich mache noch ein, zwei und dann okay. Auch so langsam für okay, den alles klar. Dann machen wir das so. Ach, alles gut, ja. Nee, ist nicht gut. Ich hätte es ja auch gerne angezeigt. Und dich gebührend verlobt. Im Feed steht es, kam aber keine Benachrichtigung im Chat-Stream. Okay, das ist sehr seltsam. Ja, du wirst ja uns sehr zufrieden mit meinem Sekiro-Skills. Ja, also, das ist das Wichtigste, Pushy. Das ist es. Kann das auch offline nachholen, ja. Okay. Also dann, wo müssen wir hin? Und was seid ihr überhaupt schon wieder? Ohne mich? Wir sind gerade in Limsa no Limsa. Oben nach Limsa no Limsa. Okay, ja, dann mache ich Rückführung. So, wenn ihr schon ohne mich geht. Habt ihr jetzt davon? Wir stehen hier die ganze Zeit rum und ich mache Albert mit meinen Klassen rum. Mit meinen Tank-Klassen. Ja, wie los ist es eigentlich 9? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Ja. Ja, jetzt kommt halt die Orientierung wieder, ja? Ja, holla, die war halt nackt da vorne. Wird mir nicht angezeigt, dass ich hoch oder runter muss. Das heißt, theoretisch bin ich auf der richtigen Ebene. Wir sind auf der oberen Ebene. Der Etherit ist auf der unteren. Achterbock ist oben. Okay, dann muss ich doch hoch. Wenn du alle kleinen Etheriten hast, kannst du dich auch an den Etheriten stellen und dann ein Netzwerk wählen. Das habe ich schon. Ja, wenn du mir sagst, wo ich hin muss, dann bin ich ganz schnell. Der kleine Etherit heißt einfach Achterburg. Okay. Das wäre gleich der erste. Ja. Achterburg. Hallo. Hallo. Voll dem axtschwingenden Typen. Mach ich. Was ist das für eine Klasse? Das ist der Marodeur. Der Marodeur, der dann zum Krieger wird, ja. Ah, okay. Krieger. Vielen Dank für deine Dienste. Ja, ich muss alles machen. Ihm der Kobold. Ja. Okay. Der war gut, Rafe, Alter. Der war richtig gut, Mann. Oh mein miau, Gott. Miau, miau. Okay. Der war gut. Ah, nee, ich fühle mich angesprochen. Nein, wir waren letztes Mal auf PUBG. Und ich habe so eine Solo-Runde gestartet und dann habe ich lange da so haben wir uns nicht gesehen, Gegner gehabt, der den Berg auf und runter gesniped. Von deinen Leistungen ist bereits bis zu mir durchgekommen. Wirklich von mehr. Also, miau, miau. Beteiligung der Primär hat sich zu einer starken Gesundheit halt, entwickelt. Ich mache auch miau, miau, weil deswegen ich halt einfach eine Katze bin. Deswegen wünscht der Admiral persönlich mit dir. Ach so. Weißt du, was ein Furry ist? Ist mehr wird nicht, ja. Okay, ist schwer zu erklären, da brauche ich halt gar nicht versuchen. Nee, mach das nicht.
Boah, wir müssen... Die Dings hat es hier bestimmt... Kann uns auf jeden Fall teleportieren. Herr der Helden. Ich bin das Herr der Helden. Du bist eine Katze, Alter. Ja. Ist das abgefallen? Ich bin eine Mikote. Ah, okay. Opa, die haben sich an die Abmachung gehalten, aber die anderen nicht. Auch gut. Ach, gut. Hast du schon mal ein Schwert gesehen? Guck mal, mein Schwert. Ja, ist eher so, so ein Paddel, was man bei BDSM verwendet. Ja, Mann. Ja. Ja, keiner von euch hat nicht zufällig eine Heilerklasse, oder? Ich habe doch recht. Okay, dann komme ich gleich wieder, weil... Selbstzerstörung! Selbstzerstörung? Der ist tot. Warte, ich belebe dich wieder. Kann ich das überhaupt? Nein. Nein, du bist ein Tank. Der kann nicht retten. Oder bleib ich hier ein bisschen liegen? Also die Kobolde, die wehren sich eigentlich nur. Und wir hauen die jetzt platt. Das sagst du ja nicht. Mal gucken, ob einer so lieb ist, um in der Nähe um mich zu retten. Kann das auch offline? Also. Du liegst ja immer noch da. Ja, ich schreibe jetzt gerade in den Normalchat, ob ich jemand retten kann. Okay. Also ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis ich wiederbelebt. Sturmkapitän Rashadariki möchte etwas mit dir besprechen. Hätte ich wiederbelebt, Mann. Erfahrung geschafft. Wiederbelebt. Ja, wir müssen ja irgendwann mehr Staatszahler verdienen. Was macht ihr denn da? Teleportieren mal. Soll ich teleportieren? Ja. Wo müssen wir denn hin? Ja, du kannst nur hier unten oder ja, unten am besten. Morabi Trockendocks. Ja. Oder wer ist geschickter von der Sonnenküste? Ich glaube, das wäre näher, oder? Es wäre sogar noch näher, einfach zu laufen. Echt? Ja, ich gucke gerade. Das ist das untere Lanocrossa, ne? Wo ihr hin müsst. Ja, ist sogar einfacher zu laufen. Hier aus der Achterburg draußen dann einfach nach unten laufen. Ja, dann landen wir nämlich ungefähr in der Mitte der Insel. Ach so. Warte, bleib mal stehen, kurz. Kitty, bleib mal stehen. Bleib stehen. So. So, jetzt kannst du laufen. All pace. Ja, damit ich nicht meine Finger bunt mache. Ich hätte so gerne auch mal coole Klamotten. Du kannst auch einfach R drücken und dann einfach mit der Maus ein bisschen rechts und links wabbeln, dann geht es auch. Ich glaube falsch. Da bist du da. Hast du auch Verfolgung gemacht? Nee, hab ich nicht. Ach Lauf so. Ist derselbe. Ich weiß nicht, wie man verfolgt am Control. hey! Was denn? Das ist ein Chocobo raus. Ja. Ja. Wie gesagt, ihr seid jetzt ungefähr in der Mitte der Insel. Das ist ein bisschen einfacher. Dockratte. Ja, die brauchst du sogar fürs Vistarium, wie ich gerade sehe. Ein fatales Ereignis geschieht ganz in der Nähe. Die ignorieren wir auch total immer. Die ist voll langsam. Ja, eine Katze. Ja. Wow, wie kriegt man die? Die kann man leider nur kaufen. Okay. Aber die hat sich so gelohnt. Die ist einfach so niedlich. Die ist echt niedlich, aber du bist voll langsam mit der. Ich hatte nur auf langsam. Ah, okay, es geht schneller. Ja. Es geht schneller. Ja, ich hatte nur auf langsam gehen eingestellt. Oh, ich glaube, wir sind hier. Nee, okay. An meinem Lieblingsort. Hier kommt Moppelchen.
Platz da, Moppelchen kommt. Moppel. Hi du, mit dir rede ich zum ersten Mal, Trachtum. Ah, bei der Mission seid ihr. Gott, muss ich den Geräten in den Flügel einer... Ja doch, wir sind hier, wo ich so viel Feldarbeit machen musste, oder? Aber da sind wir jetzt. Okay, dann. Oh, und ich komme hier doch nicht zurecht. Soll ich dich hinbringen? Du willst eine Geschichte aus meiner Zeit bei mir. Ich habe so viele Quests hier irgendwie. Wenn du Story-Mission machen wollt, müsst du der Mission folgen, die so eine Flamme drumrum hat. Und drum um den Kreis so ein bisschen. Ja. Aber ich sammle hier noch die. Ne, okay. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Okay, ich geh zur Flamme. Kann ich auch hinbringen. Ach so. Ich muss nur zum Tandem wechseln. Okay. Ja, ich glaube, das ist einfacher für alle. So, zur Hauptmission oder möchtest du jetzt erstmal das andere machen, was du gerade machen wolltest? Ja, da, ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, weil ich die Karte nicht checke. Sag mir einfach, in welche Richtung ich ungefähr muss. Ja, also wir gucken schon in die richtige Richtung, aber... Ja, ich glaube, ein bisschen weiter rechts. Du bist vielleicht das Dorf der Nähe des Nebels? Hier? Schöne Wohnen in Limsalominsa heißt es. Ah, du willst das ist das Wohngebiet. Ah, da muss ich raus. Okay, ja, vergiss es. Dann vergiss es. Genau, ja. das ist das Wohngebiet. Komm richtig zur Hauptmission. Ups, okay. Hoppala. Ja, da. Betrag. Der ist so groß und ich sehe ihn nicht. Ein Chocobo, ja genau, ein Chocobo. Wir haben schon Chocobos. Ich sag immer so, es ist immer praktisch, jemanden dabei zu haben, der sich ein bisschen auskennt. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ich guck halt Tag für Tag in Twitch rein, ob jemand Hilfe braucht. Das ist lieb. Wenn ich gerade nicht selber live bin halt, ne? Ja. Ist doch okay. Gigant, Claudia. Ist Gigant Titan? Ja? Oder ist das jemand anders? Was ist mit Ramu? Der kommt jetzt nicht mehr. Ich will gleich nochmal gucken. So, was ist denn jetzt hier? Seko, Katzin. Ach so, okay. Oh, da steht Ishtola bei dir. Ach, du wolltest meine Heldengeschichte. Ishtola ist einfach hot as fuck. Also das ist jetzt einer vom Heer der Helden. Der hat auch keine Hose. Der hat auch heute keine das Hose. Denn? Was ist denn? Das ist meine AOE. Mein AOE-Dreck. Ah. Und ich bin gerade halt unsichtbar. Puff. Ja, Dockratten. Echt? Müssen wir Dockratten kloppen? Okay, die sind Level 30. Ist hier keine Level 30er. Ups. Okay. Das ist der König. Der ist noch der Rattenkönig. Ich würde lieber so zusammenreißen, die dich anzugreifen, ne? Danke. Dankeschön. Okay, und jetzt wieder zurück. Ach, hast du auch automatisch erledigt? Was habe ich erledigt? Du musst, glaube ich, hier das Rattennest noch aktivieren. Was für ein Rattennest? Er musste, glaube ich, hier ein Rattennest. Ist irgendwo ein Rattennest, lila Ding. Ist bei mir nicht. Und das hat es auch gegolten, wie es aussieht. Oh, okay, dann hast du. Okay, ja, selten eigentlich. Normalerweise gilt das nicht, das stimmt. Bei einigen Quests, glaube ich, nur. Aue, Dreck!
Da ist wieder so eine Quest mit irgendwas da. Ach ne, Ausschau halten. Ätz. Oha. Ruhe, Farmerin. Was ist das? Ja, moin, ist der niedlich. Ich will am liebsten einmal angreifen, aber ist das Ding instant tot. Ja, mach doch. Das ist das Riesenvieh. Danke. Ja, voll geil. Okay. Ich glaube jetzt drinnen, ne? Stehen. Ist das auch jetzt für dich erledigt? Ja, sieht so aus. Ja. Hammer. Weil ich nicht einmal draufgehauen habe. Schon zurück? Ja, da guckst du mal. Oh. Es gibt eine neue Rüstung hier. Rüstung! Für mich. Eine Art Silberstirnreif. Ah! Guck mal, wie ich aussehe. Wie du aussiehst. Ja, jetzt bist du nicht mehr hübsch. Siehst interessant aus. So schnell kann's gehen, ey. Verarschen oder was? Ich hätte noch das Outfit. Ich hab die besiegt. Ich will die Belohnung. Ich bin aus Nier Automata. Das Outfit. Ich habe auch noch ein ganz anderes Outfit, aber das kann ich hier nicht verwenden, weil ich meine Positionsplatten hier nicht verwenden darf. Ja, die sind ein bisschen. Die Rüstung war ein bisschen stärker. Der seid ihr dran. Doch, die Rüstung war ein bisschen stärker. Nicht die ganz. Ich kann halt nicht immer auf mehr drücken. Weil Accessoires gucke ich halt immer selber. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Darf dir Iska nicht vom Herd her helfen? Ich habe hier so einen Ring. Was ist das denn für ein Ring? Handgelenker. Oh. Ah, jetzt gemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ja, deine Rüstung ist stärker, weil es ein Einteiler ist. Du hast Helm und Brust zusammen und Bein und Schuhe, dadurch ist genau. Die stärker. Was ich dir empfehlen kann, ist einmal zum Reparateur gleich mal zu gehen. Ja. Damit du einmal deine Ausrüstung reparierst. Das kann ich mal machen. Ehrlich gesagt. Wollte ich auch machen. Habt ihr euch schon überlegt, ob ihr ingame heiratet? Nein. Ingame heiraten? Ja, geht. Irgendeiner von euch hat eine Solo-Mission anscheinend. Ich habe eine Solo-Mission. Ich glaube, wir haben alle jetzt die Solo-Mission. Ja, müsst ihr einmal die Gruppe auflösen. Ja, ich löse auf. Danke. Bitte gerne. Weil ich habe nämlich noch mein Heiratsarmreif immer noch dabei, ey. Mein Platin-Armreif. Ich hab dich geheiratet. Ich wollte, aber sie hat aufgehört zu spielen. Oh. Ich hab 25 Euro umsonst ausgegeben. Oh, was? 15? Ich weiß nicht mehr. Der braucht mein Echtgeld zum Heiraten? Es gibt einen, der umsonst ist, aber dann ist die Hochzeit nicht so schön. Okay. Da gibt's dann auch echt eine Hochzeit. Ja, in Gridania. Okay. Aber und was ist, wenn ich lieber in Limsalominsa heiraten möchte? Da gibt es leider keine Kathedrale. Die alte Kathedrale ist oben in Gridania, oben okay. Im Nordwald. Schade. Dann kann Ebi heiraten, ja. Ich würde unglaublich gerne heiraten, einfach weil es so viele Vorteile hat mit dem Ehering und so weiter. Man kann sich immer zu sich teleportieren. Ich würde gern wegen dem Chocobo heiraten. Muss ich gegen Stein kämpfen? Ich auch. Und vor allem, ich muss gegen einen viel größeren Stein kämpfen und jetzt greift der auch noch mich an. Es soll halt so ein Stärkebeweis sein, dass ihr stärker seid als er, dass er kein Held ist. Ja, aber der nimmt den kleinen Felsen und ich den riesigen Felsen und ihr hat eine Bombe benutzt. Also irgendwie. Ja, die Bombe musst du entschärfen, sonst hast du verloren. Die muss ich entschärfen? Irgendwas musst du mit der auf jeden Fall machen, ja. Kann sie kaputt hauen? Ja.
Noch 10 Sekunden. Ups, ich glaube, ich hätte es früher machen sollen. Nein! Die Bombe ist explodiert. Wie den halt fehlgeschlagen. Aber ich glaube, wenn ich beim Stein geblieben wäre, der wäre schneller kaputt gewesen. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ach so, okay. Na gut. Ihr müsst, glaube ich, die Bombe kaputt machen. Ja, wir müssen sie kaputt machen. Hallo, jetzt wird mir schon sehr einfach vorgeschlagen, weil ich einmal gefehlt habe. Das ist immer so. Jupp. Fascinator, okay. Alles gut. Aber der... Ich verstehe das nicht. Der Windradhüter, der steht doch da und sieht das, dass der so schummelt. Ja, du sollst auf den Fels einschlagen, nicht auf ihn, sonst bist du disqualifiziert. Aber er darf dich angreifen. Ja, ohne Witz. Ja. Naja, wenigstens kann der Stein vergiftet werden. Auch witzig. Nein, die Bombe muss man nicht machen. Okay. Okay. Was die NATO meint, die Bombe muss man nicht unbedingt machen. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Das ist ewig her bei mir. Wisst ihr was? Wir versuchen das jetzt. Ich versuche jetzt nur den Felsen und dann wissen wir das, wenn wir das an nächste Generation weitergeben. Aber ich bin mal auch mal ganz kurz auf KD. Ich meine, es ist wohl nur 400 Regen. Dauert nicht lange. Unglaublich. Die liebe Entdeckung. Oh, jetzt hat er die Bombe. Und also theoretisch hätte es gerade ja noch gereicht. Mach seine Bombe jetzt platt. Extra. Okay, ich mach sie mal nicht platt. Und guck, dass ich den großen Felsen trotzdem vor ihm kaputt kriege. Aber irgendwie sah das vorher besser aus. So, doch, er ist platt und die Bombe ist noch da. Und es hat gegolten, wie es aussieht. Also man muss die Bombe nicht unbedingt. Man kann die Bombe machen, ich habe die Bombe gemacht. Ja, aber muss nicht sein. Also wenn du den großen Felsen ohne Entschärfung platt kriegst, geht das auch. Okay. Ich bin gar kein Held, ja sag nur. Wassermarsch! Also langsam muss ich echt auf Toilette. Ja, geh doch. Ja, wir spielen ja nicht mehr so lange, oder? Ja, ich mache jetzt auch gleich mal kurze Pause und danach werde ich noch eben die Presse. Hätte ich gesagt, so lang halte ich noch aus. Ich habe gerade voll das Wasser an mir runtergeleert. Oh bin ich hier abgeschminkt. Bitte nicht, ich verspreche, dass ich mich in Zukunft anstrenge. Ach, hätte ich mich doch nur nicht als Held ausgegeben. Boah, wir müssen. Ja, ich würde aber. Die Quest aber noch abschließen. Du bist das noch etwas über Geek. Ja, wissen richtig, das will ich. Weiß Ed. Und er ist ein echter. Waschlappen hier. Schlucken, nicht spucken, gleich nochmal so gut. Damit ich auch lerne, wie das geht, oder? Die Sucherin der Verliese. So. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Ja, hier wieder zurück. Okay, aber Tedan? Oder wie nennt er sich? Ist gerade weg? Ja, der ist kurz was essen, glaube ich. Ach, der ist kurz was essen. Okay. Wenn er gleich wieder kommt, dann sind wir weg. Okay. Ja, theoretisch, wenn ich teleportiere, dann bleibt ja dieses Teleport-Ding bestehen, oder? Theoretisch. Ich weiß nicht. Welches Teleport-Ding? Ja, diese Teleport-Anfrage, dass er mit teleportiert. Ja, du kannst ja machen. Aber ich bin ja jetzt schon da, also ich bin gelaufen. Also, mit meinem Chocobo und ich bin fast tot. Ich bin schneller. Seid fertig. Ja, wir sind fertig. Wie kann ich euch helfen? Ja. Ist das euer Ernst? Ihr wollt den Primär-Titan bezwingen? Hey, ich hab schon Ifrit besiegt, ja. So ein Steinhaufen. So ein Steinhaufen. Macht mir überhaupt nichts. So. Vergiss nicht gleich die Gruppe wieder aktiv zu machen.
Ja, wir machen jetzt Feierabend. Ah, so. Du machst jetzt Feierabend? Ja. Okay. Ja, also die Quest noch angenommen? Nee, ich hab die nicht angenommen. Nimm die doch noch an. Ja, dann nehme ich die an, dann sind wir gleich. Dann sind wir gleich weit. Kräftig, deftig, frühstück, du. Komm mal schon aus dem Bruch von raus, jetzt habe ich einen Euro doll. Gleich ist die Pressekonferenz von der PS5. Dann ist der stärkste. Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen noch stärker. Gleich ist Pressekonferenz, das erklärt, warum die Peets noch on sind. Warum die was noch on sind? Die Peets mit. Die werden das bestimmt streamen, denke ich. Mal gucken. Ja, ich werde das, also wir werden das auch streamen. Ah. Ja, Erik ist auch da, es sind richtig viele online momentan. Aber ich muss nur Dinge finden. Wo? Ah, hier besondere Events. 40.000 Zuschauer. Hätten wir gefunden. Das sind echt so Helden. Das ist Englisch? Gibt es hier nicht in Deutsch? Ja, wollen die mir erklären? Wollen die mir erzählen, dass hilf diesem PlayStation 5 nicht auf Deutsch gibt? Sogar Türkisch gibt es gerade. Okay, das heißt, wir gehen nicht zu Titan, sondern haben wieder eine lange Reihe an seltsamen Quests. Und ja, aber Titan kommt bald. Englisch? Was? Titan kommt, dürfte auch bald kommen. Ja, okay. Titan ist witzig. Wenn du das sagst. Deutsch? Ist hier gar nicht drin. Okay. Ist das hier noch in der Nähe? Mal schauen, wie ich. Der Hund da kommt. Oh, was ist denn? Was für ein Riesenvieh. So, wir können mal hier auf Just Chatting wechseln, hier Musik anmachen. Lock mich jetzt hier aus, Leute. Oh, das war aber schön grisselig gerade. Was denn? No, gerade als sie das Thema gewechselt hat, alles war so richtig schön grisselig. Ja, ja, ja. Da bleiben wir lieber weg. Da bleiben wir wieder weg. Oh. Oh, Alter. Doch nicht, ey. Muss ich daran machen? Ich weiß. PlayStation, Spanisch, ja, Spanisch. Cool. Und jetzt? Ach, da, ja. Französisch, Deutsch. Und jetzt? Achso, jetzt muss ich mich hier verstecken, oder was? Kommt jetzt da. Oh Gott. Along, Nook. Nee, so schon mal gar nicht. Sehr wohl nicht. Ah, okay. Ist schon kaputt. Okay, gut, und jetzt wieder zurück. Alles klar. Dann gebe ich das noch ab. Komme ich da hoch? Ja, sehr schön. Muss nicht außen rumlaufen. Wo ist das hier ein Ruhebereich? Ich soll mich doch ja. Nur in dem Ruhebereich überall, wo ein okay. Meistens überall, wo ein Ätherit in der Nähe ist, ist auch ein Ruhebereich. Wenn du neben deiner EP-Leiste mal schaust, ist da so ein kleiner Mond. Wenn der da ist, ist es auf jeden Fall einer. Jetzt so, Leute, ja da. Okay. Ah. Aus dem Discord raus, ne? Ja. Okay, gut zu wissen. Ja. Tschüss, Abe. Ich gehe auch gleich raus. Ansonsten und bis Freitag. Jo. Okay, gut. Also, dann würde ich sagen, logge ich mich für heute auch aus. Freu dich auf die spätere Story, sagt Asinato. Ich denke, ich freue mich. Ich hoffe. Freu dich auf Shadowbringers wird awesome, sagt die jetzt schon. Das sagen alle. Deshalb freue ich mich eigentlich schon. So, wie logge ich mich hier aus? Starttaste, ja, dann Spiel weg. Ich hab's. Okay, dann
Danke, dass du uns geholfen hast. Immer gerne. Wie war dein Name? In-game so Dan, aber hier kann man mich auch einfach Kitty nennen. Okay, dann sage ich Kitty. Wenn dir das Liebe ist, dann vielen Dank für deine Hilfe, Kitty. Und ich hoffe, man sieht dich bald mal wieder. Ja, ich werde, wie gesagt, immer mal. Ich bin immer unterwegs, sagen wir so. Gut, dann sehen wir uns bestimmt mal wieder. Ja. Also, dann verlasse ich jetzt auch mal Discord und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso, sayonara. Danke, ciao. Ciao, ciao. So. Ja, ich muss noch auflegen. Ich kann mich einfach nicht mit Discord anfreunden. So. Okay, gut. Also. Alles außer der Anfang vermutlich von Shadowbringer. Warum? Also der wird nicht gut. Und Stormblood ist auch cool. Okay. Also alles außer den Anfang, den wir jetzt spielen vermutlich. Also, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt auf Toilette, weil ich muss wirklich ganz dringend. Und ja, dann keine Ahnung, lasse ich so lange auf Pause oder wollt ihr noch ein bisschen chatten? Und treffen mal Vorbereitung. Ah ja, okay, ich muss kurz offline gehen, weil ich das noch umrichten muss. Das heißt, ich gehe jetzt auf Toilette, ich verabschiede mich kurz, ich gehe kurz offline und dann bin ich wieder da für die PlayStation das Showcase. So, ich hab's. Das Showcase. Dann sehen wir uns wieder, wenn ihr da mitgucken wollt. Und ansonsten für die, die nicht mehr zuschauen, euch wünsche ich schon mal einen schönen Abend und ich hoffe, ihr seid Freitag wieder mit dabei. Da fällt mir ein, ich habe morgen frei und ich spiele morgen vermutlich Story of Seasons weiter. Also, wenn ihr das mal wieder sehen wollt, morgen. Aber ich fange vermutlich schon mittags an, weil abends bin ich anderweitig verabredet. Ja. Genau. Morgen außerplanmäßig und sonst geht's Freitag 18 Uhr wie immer weiter mit Final Fantasy. Gut. Okay, wie gesagt, alle die nachher nicht mehr da sind, einen schönen Abend euch und ansonsten mache ich eine kurze Pause und gehe jetzt wirklich auf die Toilette. Bis gleich, meine Lieben. Bis gleich.